Uniform, Abendkleid oder Tracht. So lautet der Dresscode für den Garnisonsball des Panzergrenadierbataillons 13 am 19. Jänner in den Messehallen in Ried. Der Garnisonsball steht im Prinzip unter dem Konzept und Motto Soldat und Gentleman. Das heißt, diese zwei Bereiche wollen wir bei diesem Garnisonsball heuer in den Mittelpunkt stellen. Ja. Vorgestellt wurden auch die offiziellen Gesichter des Balls. Ich bin Offizier beim Panzergrenadierbataillon 13, Kompaniekommandant, und mir kann man es befehlen. Und ich habe dann halt meine Freundin gebeten, ob sie da natürlich mitmacht. Karten für den Ball gibt es an 4 Samstagen ab dem 24. November in der Weberzeile. Kulinarisch wird am Ball alles aufgeboten, inklusive einer Gulaschkanone. Für gute Stimmung sorgt das Selos-Orchester und die DJs 2 Tagesbart. Der Erlös kommt traditionell karitativen Zwecken zugute. Primär ehemaligen Angehörigen des Bataillons, die entsprechend in Not geraten sind. Da haben wir welche, die werden entsprechend hier mit Geldmitteln unterstützt, die ja notwendig sind im Bereich der häuslichen Pflege. Neben dem Dienst an der Waffe wird auch schon bald Tanzen und Servieren auf dem Ausbildungsplan stehen. Das ist ganz wichtig, dass wir viele Jungs haben, viele Leute, die am Ball servieren, tanzen und hinter die Bars arbeiten und das dementsprechend dann unfallfrei zu Wegen bringen, weil jeder ist ja bei uns nicht gelernter Kochkeller. Das ist ja eigentlich nur ein geringer Teil. Ne? Erwartet werden beim Ball bis zu 3.500 Gäste.